Aufgrund seiner hohen Beliebtheit sage ich jetzt den schimpfenden Schweden an. Der schimpfende Schwede! Wisst ihr, was meine Fleischklößchen zum Überkochen bringt? Ich ging in ein Restaurant und bestellte mir Fisch. Später sagte ich zur Kellnerin, hey, hören Sie mal, mit dem Fisch ist was nicht in Ordnung. Und sie sagte, wenn der Tisch nicht in Ordnung ist, gehen Sie zum Tischler. Und das tat ich. Doch als ich wieder in das Lokal kam, schmeckte der Fisch genauso schlecht wie vorher. Ich muss allerdings gestehen, dass mir der Tischler gefallen hat. Aber ich bin wieder in das Lokal zurückgegangen, weil man dort eine schönere Aussicht hatte. Man konnte von dort aus den Hafen sehen, aber trotzdem war das Essen da einfach ekelhaft. Jawohl. Ich hätte es nicht schöner sagen können, mein lieber schimpfender Schwede.